Der Sport heißt Iron Man, aber in den letzten Jahren ist das Kronjuwel unter den Ausdauersportarten auch immer beliebter bei Frauen geworden. Und im Profibereich gibt es eine Elitegruppe von Powerfrauen, die die Grenzen des Sports immer wieder neu verschieben. Eine von diesen Frauen ist Anja Beranek aus Deutschland. Für Ironman braucht es Leidenschaft. Das gehört zu dieser Sportart auch dazu, weil man einfach extreme Distanzen überwältigen muss, die körperliche und mentales Leid auch erfordern. Man braucht diese Liebe zu diesem Sport, weil er einfach sehr viel fordert, einen extrem hohen Trainingsaufwand. Natürlich ist es ein harter Sport und er erfordert sehr viel von einem, aber nichtsdestotrotz kann man auch noch Frau sein. Mein Schrank ist voller pinker Kleidung und auch beim Rennen wird es pink. Also von daher, man kann den Sport auch weiblich betreiben und das muss man auch und das macht das Ganze auch wirklich schön. Triathlon ist zwar ein Individualsportart, man macht ihn alleine, aber er funktioniert nur im Team. Und man braucht da wirklich einen starken Partner an der Seite, der einem da die Kraft gibt und einen auch sowohl mental, aber wirklich auch tatkräftig unterstützt. Ist super abwechslungsreich, also ist auch sehr manchmal schon intensiv, aber es macht auch unheimlich Spaß dadurch. Also dadurch, dass man halt merkt, es funktioniert, man harmoniert zusammen und die Ideen, die man hat, auch wie man das umsetzt, ob das jetzt im Training ist oder auch natürlich im Alltag allgemein, das funktioniert einfach, passt gut. Das Besondere an Ironman ist wirklich der Lebensstil und das ist auch der Grund, weshalb ich diesen Sport mache und auch so liebe. Für mich ist es wichtig, draußen in der Natur zu sein, sich zu bewegen. Den ganzen Tag am liebsten bin ich draußen. Ich bin da so ein Allwetterkind. Und ansonsten liebe ich das natürlich auch, wenn man dann nicht nur draußen trainiert, sondern danach auch noch draußen in der Sonne sitzen kann. Auch wenn man an seine Grenzen geht, hat man auch immer wieder ganz schöne Erlebnisse, Naturerlebnisse. Und die sozusagen täglich und diese Abenteuer in der Natur, das ist das, was es ausmacht. Ein paar Wochen später traf sich Anja Beranek mit Kaisa Lehtonen aus Finnland zu einem Trainingscamp auf Mallorca. Und die 35-Jährige aus Helsinki, die die diesjährige Ironman African Championship in Südafrika gewann, freut sich darüber, mit einer Profikollegin trainieren zu können. Es ist wirklich wichtig, diese Frauenfreundschaften in unserem Sport zu haben. Und das ist einer der schönsten Dinge, die der Sport uns gibt. Menschen aus der ganzen Welt kennenzulernen, vor allem weibliche, aber natürlich auch männliche Athleten. Es ist so wichtig, Feedback untereinander auszutauschen. Ich finde es sehr wichtig, mit Frauen zu trainieren, denn wir haben doch einen anderen Blick auf den Sport und natürlich auch mal andere Probleme auch. Und ganz besonders ist es da natürlich schön, wenn man so von Frau zu Frau trainieren kann. Der Sport wächst die ganze Zeit. Das Feld wird immer härter und es gibt viele gute Frauen an der Spitze des Sports. Und was die Age-Gruppe angeht, werden es auch immer mehr und das ist gut so. Eigentlich ist ja das, was wir als Profifrauen, als Ironman schon betreiben, extrem krass. Aber ganz großen Respekt habe ich wirklich vor den Age-Groupern, vor den Frauen, die gleichzeitig Kinder versorgen, ihren Job unter einem Hut kriegen, noch Hausfrau sind. Also das sind wirkliche, richtige Powerfrauen.